Hallo, ich bin Lisa, ich bin Studentin an der Uni Ulm und ich möchte euch zeigen, was ich in den letzten 6 Monaten gemacht habe. Ich habe nämlich getan, was ein Informatiker tun muss. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Und das Ergebnis war nicht 0 oder 1, sondern dieses komplexe Thema. Grafverarbeitungsplattformen für LoRaWAN-Anwendungen, beziehungsweise eigentlich für Internet of Things, aber das habe ich jetzt ein bisschen angepasst. Das ist gar nicht so abstrakt, wie es jetzt klingt. Es hat nämlich 2 Seiten, eine gute und eine sehr gute. Kommen wir zuerst zur guten Seite. Dem Internet der Dinge, Internet of Things, also IoT abgekürzt, besteht daraus, dass es viele Geräte gibt, alle möglichen Lampen, Toaster, Autos, irgendwelche Implantate und die senden alle, sind verteilt und senden Nachrichten, können sich bewegen und das Ganze machen sie, um eben ein gemeinsames Ziel zu erreichen, zum Beispiel den Feinstaub zu verbessern in der Stadt, eine coole App zu programmieren. Es gibt ja viele Ziele, die man haben kann im Leben. Die andere Seite sind Graphen. Graphen ist im Deutschen ja mehrfach belegt. Die ich meine, sind die Graphen, die sowohl Knoten haben und diese Knoten sind mit Kanten verbunden. Und was passiert, wenn man diese beiden Dinge vereint? Das zeige ich euch jetzt in meinem Vortrag. Und wie ihr seht, geht es darum, Beziehungen zwischen Objekten herzustellen. Das heißt es aber nicht, ich habe keine Dating-Plattform entwickelt, sondern es geht um Beziehungen, die eigentlich alle möglichen Arten von Verhältnissen zwischen Gegenständen darstellen. Alle Elemente, die im Internet of Things teilnehmen. Gut, als erstes möchte ich zeigen, warum brauchen wir Graphen in Internet of Things. Dann zeige ich euch das am Beispiel von LoRaWAN. Ich werde euch Graphenverarbeitungsplattformen, mit denen ich mich mehr beschäftigt habe, kurz vorstellen. Und dann, was für euch im Leben relevant ist. Also ein paar Tools, die ihr nutzen könntet. Und natürlich eine Zusammenfassung. Okay, zuerst, warum Graphen? Das erste Szenario, das so ein bisschen näher bringt, also ein Beispiel quasi, das man anführen könnte, wären jetzt Straßenlaternen, wo auch immer, in einem Firmengelände oder einer Stadt, und wir gehen jetzt davon aus, dass eine davon fällt aus. Und jetzt möchten wir, dass das trotzdem irgendwie da noch, dass man da trotzdem noch was sieht, dass da kein Unfall passiert oder was auch immer, und deswegen wäre eine Idee, dass wir die umliegenden Straßenlaternen heller machen. Es würde jetzt nichts bringen, alle Laternen heller zu machen, weil Energieverschwendung und wenn da ein Haus dazwischen steht, sieht er immer noch nichts an der Stelle. Deswegen haben wir quasi hier eine Form von Beziehung zwischen diesen, ich sage Gegenständen, Internet of Things, und nutzen die, um das eben effizienter zu machen. Ein anderes Beispiel wäre, wir haben eine Person, die in dieser gut bürgerlichen Backsteinsiedlung da hinten wohnt und die geht gern joggen und hat eben ein Internet of Things Gerät, eine Smartwatch dabei. Und das können wir jetzt auch darstellen als Graph. Wir haben einen Ort, die Person wohnt in diesem Ort. Das ist die erste Beziehung. Die zweite, sie macht Sport. Welchen Sport? Sie joggt. Die zweite Beziehung geht zum Jogging-Knoten. Wo macht sie das? Auf einer Route. Und wenn jetzt eine neue Person dazukommt, wir sind jetzt die App-Entwickler und möchten eben das Ganze perfektionieren. Wenn eine neue Person dazukommt, dann wohnt die vielleicht im gleichen Ort und joggt ebenfalls. Das heißt, sie hat die gleichen Kanten. Und wenn wir uns diesen Graphen angucken und sehen, sie hat die gleichen Kanten zu den gleichen Knoten, dann könnten wir ihm vorschlagen, hey, nimm doch auch diese Kante, also jogg doch auf diese Route. Und das sind eben Zusatzinformationen, die wir rauskriegen, indem wir Dinge in Beziehung setzen. Wie sieht das Ganze in LoRaWAN aus? Ganz kurz, wie LoRaWAN funktioniert, dürfte eigentlich euch allen klar sein, aber ich sage es trotzdem noch kurz zur Vollständigkeit. Es gibt Geräte und die senden lustig um sich herum überall hin, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand hört und dieser jemand ist ein Gateway. Das Gateway hört eben auch in alle Richtungen und genau, so senden die fröhlich vor sich hin. Und es gibt mehrere Gateways, es gibt viele Devices und es kann auch sein, dass eben ein Gateway von mehreren, von dem gleichen Device, zwei Gateways von dem gleichen Device eine Nachricht bekommen, weil es eben in alle Richtungen gesendet wird. So, und das kann jetzt natürlich auf sehr große Basis passieren oder es wird in sehr große Basis passieren. Es wird vorhergesagt, dass 2020 bis zu 2 Milliarden Geräte verbunden werden und das sieht jetzt alles total unstrukturiert aus. Und so sind die Informationen, die wir im Moment haben. Also lasst uns doch in das Ganze ein bisschen Struktur reinbringen. Das ist das, was ich gemacht habe. Wie habe ich das gemacht? Ich habe die Nachrichten, die über LoRaWAN gesendet werden, genutzt und davon eben die Informationen, die mitsenden, in so Art Headern. In LoRaWAN heißt es Metadata. Da sind zum Beispiel drin, für welche App wurde ich entwickelt oder welche App sende ich gerade diese Nachricht, wie heiße ich, wie ist meine ID, wann, wie viel Uhr ist gerade, welche Gateways habe ich erreicht, das können auch mehrere sein, das ist durch dieses Array angedeutet hier. Und natürlich auch, was möchte ich eigentlich senden, zum Beispiel die Temperatur gerade um mich herum. Genau, und diese Daten, die habe ich jetzt abgefangen quasi, aber ganz legal. Und genau, und ich nutze diese Metadaten, um diese Struktur nachzubauen. Und damit das ein bisschen übersichtlicher wird, nehme ich jetzt in Zukunft nur noch diese drei Dinge, Zeit,
welches Gerät sendet und welche Gateways hat es alle erreicht. Das können eben auch mehrere sein. Genau, und dann sieht es aus, es kommt eine Nachricht von LoRaWAN rein und ich map jetzt dieses Device und die Gateways, die dazustehen, eben als Knoten und Kanten. Und jetzt mal, das ist nicht richtig, was ich sage, aber zur Vorstellung auf meinem eigenen PC. Ich sage meinem PC, bau doch mal so einen Graph. Genau, und dann nehme ich die Zeit, die dazwischen steht und sage, okay, um diese Uhrzeit wurde diese Verbindung genutzt von den beiden Geräten, weil es könnte ja sein, dass das Gerät irgendwann wegfällt oder dass es sich bewegt und dann wäre die Verbindung bei mir immer noch da, aber sie würde natürlich, weil ich diese Zeit jetzt habe, würde sie entweder geupdatet werden oder wenn es nichts mehr sendet, dann wird die Zeit immer älter und daran erkenne ich, dass es unrelevanter wird. Das nennt man in Graphentheorie, man gewichtet die Kante. Und so baue ich dann das ganze Netzwerk auf, ich bekomme Stück für Stück Nachrichten und map die eben in meine Struktur. Genau, und habe so dann eben schon mal eine Übersicht über das Netzwerk. Und das mache ich so lange, bis ich eben ein großes Netzwerk habe und kann jetzt darauf, zum Ersten sieht es natürlich schön aus, wenn ich sowas habe, aber das ist nicht alles, damit verdient keiner sein Geld, sondern wir können eben auch Analysen drauf machen. Zum einen, es wäre natürlich schade, aber es kann so vorkommen, dass ein Gateway, wie wir jetzt unten gesehen haben, ausfällt. Und jetzt sieht jeder, weil wir das so schön gemalt haben, dass dann diese Devices hier, diese Geräte, keinen Empfang mehr haben. Wenn wir das aber jetzt nicht so schön gezeichnet hätten, die Verbindung also nicht hergestellt, dann müssten wir, alle Nachrichten, die wir empfangen haben, die wir irgendwo gespeichert haben hoffentlich, sonst haben wir eh keine Chance, irgendwas zu erfahren, alle Nachrichten durchgehen. Und zwar alle. Das heißt, wenn da dran, für jedes Gerät, das gesendet hat, müssten wir durchgehen, zu welchem Gateway hat es gesendet. Ist es dieses Gateway? Und wenn dann nur ein Gateway angegeben wurde, müssten wir trotzdem weitersuchen, weil es könnte ja zufällig gerade nur ein Gateway erreicht haben. Es könnte sein, da steht ein LKW davor und normalerweise erreicht es drei. Dann wäre dieses Gerät nicht von einem Ausfall betroffen. Wir überprüfen also, wie wichtig ist dieses Gateway. Genau, und das bedeutet, wir müssten alle Nachrichten durchgehen. Wenn es ein Gerät einmal am Tag sendet, dann müssten wir sagen, okay, es könnte sein, einmal hat es vielleicht das nicht hingehauen, dann müssten wir vielleicht die letzten drei Tage durchgucken, alle Nachrichten von allen Geräten. Und ja, das macht nicht nur uns jetzt Stress, sondern das macht dem Computer auch Stress. Deswegen wäre es doch viel schöner, wenn wir diese Struktur haben und einfach sagen können, hey Gateway, frag doch mal deine anliegenden Knoten, also wir fragen nicht das Gateway wirklich, wir fragen den Knoten des Gateways, den wir selbst gemacht haben, wie viele Kanten haben deine angrenzenden Devices? Und wenn das eine Kante hat, wissen wir, beziehungsweise in der letzten Zeit, in der letzten Woche, wir haben es ja gewichtet, die Kante, wissen wir, okay, diese Kante, das würde wegfallen, dieses Gateway ist besonders wichtig, weil es hat besonders viele Devices, vielleicht bauen wir da ein Backup-Gateway hin oder was auch immer. Okay. Wenn wir jetzt noch, das war der eine Anwendungsfall. Der zweite Anwendungsfall nutzt jetzt zusätzlich noch die Beziehungen zwischen den Gateways, also wie die lokal miteinander vernetzt sind. Und das hat auch wieder damit was zu tun, es könnte was schiefgehen. Zum Beispiel, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es könnte ein Vogel sich auf diesem Gateway platzieren, ein Nest bauen und das Gateway hat nicht mehr so guten Empfang, wie es normalerweise haben sollte. Jetzt kommt ein Fahrrad vorbei und möchte seine GPS-Position senden. Und das Gateway ist beschäftigt mit Rüten. Und kann diese Nachricht nicht annehmen. Das weiß aber nur das Gerät. Weil nur das Gerät weiß ja, ich habe was gesendet, aber es kam nichts zurück. Das Gateway hat ja nichts davon mitbekommen. Das heißt, nur dieses Gerät weiß, ich habe es versucht. Und dann fährt das Fahrrad weiter oder das Wetter wird anders und es hat vielleicht mal Empfang zum nächsten Gateway. Und dieses Gateway wird wieder versuchen zu senden, dieses Gateway schafft es aber. Und jetzt machen wir in unserem, wir haben das in den Metadaten auch stehen, jetzt können wir auf unseren Knoten mappen, dass das ist eine zusätzliche Nachricht und die auch, also diese Nachricht auch eine Resend-Nachricht ist. Und wenn wir jetzt diese Beziehung nutzen, dann würden wir jetzt erkennen, dass dieses Gateway, wenn wir es über die Zeit tracken, was wir machen können in vielen Graph-Anwendungen, über die Zeit tracken, mit zunehmend weniger oder gar keine Nachrichten mehr hat. Und dieses Gateway gleich viele, aber noch zusätzlich mehr Retry-Nachrichten. Das reicht nicht, nur eins von beiden zu testen. Wenn dieses Gateway weniger Nachrichten hat, dann könnte es einfach sein, dass da weniger Geräte sind. Und wenn dieses hier mehr Resend-Nachrichten hat, dann ist ein Gerät vielleicht ein bisschen schwach. Aber wenn diese Verbindung da ist, dass das hier viele Resend-Nachrichten hat und das hier weniger Nachrichten, dann wissen wir, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieses Gateway hier irgendein Problem hat. Und das sind Dinge, die eben neu sind für uns. Also für mich. Ich denke für euch auch. Genau. Das Ganze sieht jetzt für uns jetzt noch relativ übersichtlich aus, aber wenn das jetzt richtig groß wird, und das haben wir ja festgestellt, das wird vermutlich so sein, wenn wir Netzwerkanbieter sind, ich meine, ihr seid von TTN, ihr habt Zugang zu vielen Gateways oder seid zumindest ein Teil von einer großen Community und dann schafft es irgendwann ein Computer nicht mehr. Und die Graphenverarbeitungsplattform macht eben genau das, dass sie diesen
Graphen aufteilt auf mehrere Maschinen. Ich kann trotzdem noch vor meinem PC sitzen, ich kann trotzdem noch meinen Code schreiben und sagen, bitte berechne mir das. Und dann sage ich, bitte mach diese, also führe diesen Graphen so aus, speise immer neue Nachrichten ein und meine Graphenplattform verteilt es. Nicht alle, aber es gibt welche, die es ebenso machen könnten. Das ist dann für mich total abstrakt. Also ich muss mich nicht drum kümmern. Das ist ein großer Vorteil, den uns diese Plattformen bieten. Wie sehen die genauer aus? Zum einen, verteilte Graphenplattformen haben natürlich mehrere Maschinen. Und auf den Maschinen laufen mehrere Prozesse und diese haben eben dann diese Knoten aufgeteilt. Die Knoten sind dann verbunden durch Kanten, die simuliert werden, zum Beispiel durch Nachrichten. Und wie kriege ich jetzt Infos da rein? Ich stelle jetzt mal vor, wie das Chronograph macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Chronograph ist eine Plattform von der Uni, die wir da entwickelt haben, beziehungsweise meine Betreuer. Und die hat einen extra Input- und Output-Knoten und der empfängt Nachrichten von außen. Zum Beispiel von euch, von der HTTP-Integration, von TTN oder er kann aus einer Datei lesen, was halt notwendig ist. Und der baut dann diese Kanten auf und Knoten. Genau, das heißt, jeder Knoten kann Nachrichten empfangen, einen Code ausführen, den ich ihm spezifiziert habe, Nachrichten versenden und gegebenenfalls neue Knoten erstellen. Das bedeutet in unserem Fall, also ich würde diesem Gateway-Knoten sagen, eine Nachricht senden, dass er bitte die angrenzenden fragt. Das heißt, der Code wäre, er schaut an, welche Grenzen an. Dann sendet er selbst eine Nachricht an diejenigen und die führen wieder den Code aus, wie viele Kanten habe ich, und senden die Antwort zurück. Und dann dadurch haben wir unsere Berechnung, unsere Graphberechnung. Genau, jeder Knoten hat also eine ID und einen Status, also ein State, Variablen, irgendwelche Werte und auch die Adressen von anderen, weil er muss ja die Nachricht dann dahin senden. Das heißt, die Kanten werden in unserem Fall jetzt doch Nachrichten simuliert. Genau, aber wie gesagt, ich möchte euch das nur ganz kurz vorstellen, weil das ein großes Thema ist. Ich habe ja nie umsonst 6 Mal dafür gebraucht. Und es gibt Informationsaustausch, der kann verschieden sein. Also manche machen Nachrichten, manche machen Shared Memory Architekturen dafür. Die Verteilung der Knoten kann von dem System selbst vorgenommen werden oder von dem User, wo kommt welche Kante hin. Die Berechnungseinheiten, manches Mal werden auch auf Ecken, also auf Kanten auch Berechnungen ausgeführt. Manches Mal auf ganzen Subgraphen und so weiter. Und ob synchron ist oder asynchron, es gibt also viele verschiedene Ansätze dafür. Sie haben aber alle den Vorteil, dass sie skalierbar sind und effizient, weil diese Codes auf diesen Kanten können parallel ausgeführt werden. Und gegebenenfalls können Sie sogar noch historische Analysen machen, wie sah der Graph vor 5 Monaten aus. Genau, so mein Prototyp, den ich jetzt gemacht habe, der macht genau das, was ich euch vorher gezeigt habe. Er nimmt die HTTP-Nachrichten oder er sendet HTTP-Nachrichten, die eigentlich mal LoRaWAN-Nachrichten waren, über das TTN-Backend, das hier vertreten wird. Es nimmt die Daten, die ich von Zürich habe, das ist auch eine große LoRaWAN-Community, und speist die ebenfalls als JSON-Format ein und ein Nutzer kann webbasierte Nutzereingaben machen. Das, was rauskommt, ist eine HTML-Seite, die die grafische Oberfläche darstellt und eine Konsole mit detailliertem Output für die Analysen. Genau, und ich mache eben wie vorher Netzwerkübersicht und verschiedene Analysen, noch ein paar mehr als vorher, aber so ist das Prinzip davon. Genau, und ein weiteres Beispiel, ich hoffe, ihr seid noch nicht zu müde, um jetzt wegzukommen von dieser Netzwerkstruktur. Man kann eben auch komplexe Berechnungen auf diesen einzelnen Knoten ausführen, weil das Tolle ist ja, dass sie verteilt sind. Und dadurch werden die eben viel effizienter. Also ein Beispiel jetzt, Drohnen. Drohnen werden beliebt. Die Post möchte alles mit Drohnen machen zum Beispiel. Später, Amazon, gehen wir davon aus, die fliegen also irgendwann automatisch und möchten auch automatisch ihre nächste Ladestation finden. Es soll natürlich die nächstmögliche Ladestation sein, die noch frei ist. Und wenn die jetzt sogar noch Solarenergie hat, was gut sein kann, sollte sie auch noch genug Energie haben für diese Drohne. So, und es könnte natürlich sein, sie sendet einfach an den Server eine Nachricht, welches ist denn die nächste freie Drohne für mich? Und der Server muss dann für jede Drohne, die sendet, alle Ladestationen abchecken, welches die nächste ist und die auch noch frei ist. Und das ist wieder sehr ineffizient. Deswegen könnten wir jetzt, und das sieht man, dass man ein bisschen umdenken muss, wenn man Graphen nutzt, die Ortsinformation der Ladestation dazu nutzen. Denn wir wissen ja, diese Ladestation ist zum Beispiel in diesem Gebiet, was weiß ich, Distrikt 9. Und die sind in den anderen Gebieten. Und diese Information können wir jetzt nutzen und bauen daraus eben wieder unsere Knoten. Das heißt, ein Gebiet hat jetzt 4 Eckknoten und die Kanten dazwischen, die kennen sich. Und jede Ladestation wird jetzt je nachdem, in welchem Gebiet sie ist, bekommt sie eben die angrenzenden Knoten als Info mit und das für alle Ladestationen. So, und jetzt ist das Tolle, wenn eine Drohne kommt, dann wird sie nur an diesen Kantenpunkt weitergeleitet, der ihr am allernächsten ist.
Und der hat jetzt nicht alle Ladestationen, sondern eben nur die, die auch in der Nähe sind. Und dieses am allernächsten ist in diesem Fall ganz einfach, weil wir müssen nur größer, kleiner machen. Die GPS-Position ist die größer oder kleiner und dann kommt es in die richtige größer, kleiner, da, zum Beispiel. Genau, und das ist also ganz einfach. Die Drohne kommt ganz einfach hier hin und die, diese Grid muss jetzt nur diese vier Ladestationen berechnen. Und das Tolle ist, wenn er jetzt, wenn diese vier Ladestationen voll sind, dann kennt er ja seine angrenzenden. Das heißt, er leitet einfach die Frage, ich bin voll, aber er sucht jemand was, leitet er an die umliegenden weiter. Und die sind ja wieder relevant. Das heißt, es gibt niemanden, der jetzt eine Ladestation berechnet, die kilometerweit entfernt ist. Sondern durch die Struktur ist gegeben, dass die Berechnungen alle sinnvoll sind. Und dann kann eben die Drohne, in diesem Fall könnte die Drohne eben zu P5 dann weitergeleitet werden. Genau, also so, man muss ein bisschen umdenken, aber man kann doch einiges damit spielen. Gut. Das wäre natürlich das, was ich gerade vorgestellt habe, wäre das Ideale. Wäre schön, wenn wir das alles so anwenden können, aber wie oft in der... Habe ich es ausgemacht? Nee, ich sag nochmal was? Okay. Wie oft in der Wissenschaft ist das alles noch ein kleines bisschen Theorie, leider. Deswegen, was ist für euch interessant? Zum Ersten, merkt euch mal Graphen und Internet der Dinge. Und um ganz einfach anzufangen, es gibt Graphen-Datenbanken. Die machen nichts Großartiges, aber sie bilden eben genau diese Beziehungen da. Also dieses Objekt ist mit diesem verbunden, die sind nicht verteilt, die sind nicht großartig, aber sie machen eben das, was ich am Anfang gezeigt habe, diese Verbindungen einfacher. Da Amazon bietet es an, Neo4j, das sind die größten, aber ich will keine Werbung machen, da gibt es viele. Dann natürlich Graphenverarbeitungsplattformen. Davon gibt es die meisten, die genutzt werden, die Google entwickelt hat. Zum Beispiel Google hat Pregel entwickelt und die Open-Source-Implementierung davon ist Giraffe. Die meisten davon sind statisch. Das heißt, du gibst ihm einmal eine Info und dann rechnet er da drauf so wild er kann und ist aber irgendwann fertig. Du kannst ihm danach nichts mehr sagen, was doof ist, weil es kommen ja neue Nachrichten. Die sind also für Internet of Things nicht so wahnsinnig interessant. Die dynamischen, da gibt es Chronograph zum Beispiel oder Immortal Graph, also zwei, drei Plattformen, die das können, dass ich auch im Nachhinein noch Daten einspeisen kann. Der Nachteil ist, und dann müssen wir uns mit den Leuten von der Uni unterhalten, dass die auch nicht öffentlich zugänglich sind. Aber vielleicht, also es ist natürlich traurig, ja, aber vielleicht in der Zukunft, in der Zukunft, weil sie eben doch spannend wären und Facebook nutzt es, Twitter nutzt es, Google, genau, also sie sind für Netzwerkanbieter, viele Netzwerkanbieter nutzen die, diese Graphenplattformen. So, vielleicht kommt es ja auch noch für uns dann zur Verfügung. Und bis dahin habe ich noch eine zweite Idee. Neben diesen Graphendatenbanken, die diese bloßen Beziehungen darstellen, gibt es noch ein reaktives Programmieren, was eben genau das macht. Dieser Knoten führt diesen Code aus und kann eine Nachricht senden an den nächsten Knoten. Allerdings ohne dass ich weiß, wie sah der Graph davor aus, ohne spezifische Graphenberechnungen, sondern eben nur dieses Reaktive. Was aber so ähnlich aussieht. Und da gibt es eine, die habe ich gefunden. Ich habe mir wahnsinnig viele Plattformen angeguckt, die es gibt. Und eine davon heißt Picolabs und die kann das offensichtlich. Ich kann keine Garantie dafür verwenden. Sie wird auch nur von 4 Leuten entwickelt. Aber vielleicht kann man mal reingucken, wenn man sowas brauchen könnte. Genau, weil sie eben sowas anbietet. So. Und zusammenfassend, wann brauchen wir Graphen im Internet der Dinge? Wenn wir natürlich Beziehungen angucken möchten. Beziehungen zum Beispiel zwischen Geräten beim Netzwerk, das hatten wir gesehen. Den Informationsfluss, der User startet die Waschmaschine. Menschen, die sich einander vertrauen oder die sich für irgendwas interessieren. Orte und sogar Berechtigungen, also dieser Mensch darf auf dieses Gerät zugreifen. Und wann brauchen wir aber Graphenberechnungsplattformen? Beziehungsweise würden sie brauchen. Wenn wir sehr, sehr große Anwendungen haben, die nicht mehr auf eine Maschine draufpassen, wenn die Berechnungen pro Knoten aufwendig sind, wie wir gesehen haben bei von allen Chargings, also von allen Ladestationen, welches ist die nächstliegende? Und wenn wir komplexe Beziehungen haben, also nicht wie bei LoRaWAN nur ein Gateway kommt direkt zum Device, sondern vielleicht bei Ad-Hoc-Netzwerken oder Wireless-Sensor-Netzwerken, wenn da Multi-Hop-Verbindungen da sind. Also dieses Gerät fällt aus und dann müssen wir alle dahinter angucken, ob die auch ausfallen würden. Und bei solchen komplexen Beziehungen werden die uns eben auch helfen. Entschuldigung, der Müll noch mit. genau, die Entwicklung ist spannend für die Zukunft und was wir allerdings, wenn wir sie nicht brauchen, ist, wenn wir simple Anwendungen haben, zum Beispiel wie ist die Temperatur in meinem Zimmer und mehr möchte ich nicht wissen oder Berechnungen eben ohne Beziehungen, dann brauchen wir sie nicht. So, das war so die zusammengefasste Info von mir und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Noch Fragen? Ja, und zwar, du hast schon einmal gesagt, wir sind im Moving Now.
Ja, also das ist doof, weil, nein, das ist doof. Also ich kann kurz erklären, Zürich, ich habe die Daten von The Things Industry. Wir sind ja The Things Network, beziehungsweise, ja, ihr seid da mehr drin als ich. Und die sind quasi eine Erweiterung zu euch für Enterprise. Und die machen gerade so ein Projekt, was kann man aus Metadaten alles rauslesen? So, die haben sich die Metadaten alle als Stream rausgezogen, aber eben total anonymisiert und nur die wichtigsten Daten. Dafür haben sie sich nur die Funkfrequenzen, also die ganzen Funkdinge, Signal Noise Ratio, welcher Kanal und die Gateways und die Devices rausgeholt und die Zeiten. Mehr nicht. Und mehr habe ich auch nicht gekriegt. Ja, fand ich auch. Ich hätte auch noch spannendere Sachen vielleicht auch machen können, wenn ich noch ein bisschen mehr gehabt hätte. Aber ja, trotzdem, war nett, dass sie das mir so gegeben haben. Sonst da irgendwas? Danke auf jeden Fall für die Unterstützung auch. Kannst du das mit der Zeit zurückgehen, vielleicht nochmal erklären? Ja. Dann lässt du direkt auf der Folie oder auf live? Lass mal an, oder? Ja. Bitte? Ah. Okay. Wie das funktioniert, dass man bei einem Graphen der Zeit zurückgeht. Das ist eigentlich eine super spannende Sache und da Credits an Dominik und Benny von der Uni Ulm, weil sie tatsächlich der erste Ansatz sind in diesem Gebiet quasi. Bisher haben Graphenverarbeitungsplattformen, wie gesagt, meistens nur eine Datei bekommen als Input und darauf eben irgendwelche Berechnungen gemacht und da war das unwichtig, wann das war, weil es sowieso so schnell wie möglich berechnet hat, um effizient zu sein. Und der neue Ansatz ist, dass sie jedes Event, was reinkommt, loggen. Und zwar auch verteilt auf den Workern, außer es sind so große Events, globale Events, wie ein neuer, also Worker als Prozess, verteilt auf den Prozessen, auf den Maschinen verteilt. Außer jetzt wird ein neuer Knoten gespawnt, das wird dann global geloggt. Aber ansonsten wird jedes Event geloggt und dadurch kann ich auch jedes Event theoretisch wieder replayen und dadurch den vorherigen Zustand oder halt zurück spielen quasi und dann die Zustände davor und danach bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist bei Immortal Graph, das war die andere Plattform, dass man immer wieder Snapshots macht. Snapshots sind einfach, ich fotografiere quasi den aktuellen Graph ab und speichere das ab. Und dann kann ich eben zwischen diesen Bildern, diesen Snapshots Berechnungen machen. Beide haben natürlich das Problem, dass man dann irgendwann relativ viel Daten hat und da wird auch gerade gerechnet, wie kann man das komprimieren, dass die wichtigen Infos da noch doch noch da sind, aber genau, auch das kommt noch in Zukunft, also bleibt dran. Ich weiß, dass Graphen reif ist und das ist dann halt eben ein Zeitpunkt und dann kann ich dahin zurückspulen oder eben von da. Genau, also du musst genau wie spulen, genau, alle Ereignisse rückwärts oder alle Ereignisse vorwärts, wie es dir passt, genau. Event Source heißt es, genau, Event Source und ja, man kann also auch bei Chronographen auch Snapshots bilden, wenn man da Zwischenstände braucht, die jetzt gerade wichtig sind. Ja, genau. Also so, ich habe schon damit gearbeitet, aber ich habe halt versucht, tatsächlich zu gucken, wie relevant ist das für die Praxis. Ich habe die API davon genutzt und nichts im Hintergrund gemacht, sondern das war wirklich, also funktioniert gut, kann ich sagen. Es ist nur nicht öffentlich verfügbar. Es funktioniert wirklich gut. Ja, bitte. Wenn man das Gateway besitzt, also oder der Entwickler von der App, weil irgendwo musst du ja die Berechtigung haben, diese okay, Nachricht. Wer die und Konsorten würden jetzt den Adapter auf Chrome Graph quasi installieren? Wer setzt den dann? Ja, also du musst da gar nicht groß viel, sie müssten nur an die Adresse, also dieses Chronograph macht ein Socket auf und sie müssten nur an diesen Socket senden. Und der Chronograph müsste laufen. Das habe ich selbst programmiert. Ich habe halt genau das, was die HTTP-Integration von euch sendet, genau das empfange ich und parse. Das kann man natürlich aber auch selber machen. Es ist JavaScript. Jeder kann das geschwind selber nur machen. Auch meine Oma. Genau. Schön, dass ihr euch interessiert. Ich mache wieder an. Also, Also
Also, dass es immer so sind, dass die berechnen müssen. Ja, das stimmt. Also, oft gibt es Szenarien, wo es ist, aber nicht immer. Und deswegen reichen dann teilweise, wenn du nur an Beziehungen interessiert bist, dann auch Graphendatenbanken. Oder du diese Beziehungen einfach effizient mappst, diese Graphendatenbanken sind einfach effizienter bei so Beziehungsstrukturen als normale Datenbanken. Bieten auch so spezielle Algorithmen schon an und sowas. Ja. Ich muss die Frage wiederholen, ne? Das habe ich vorher vergessen. Was ich aktuell auf den Knoten berechne. Also, ich habe ja diese zwei Prototypen, einmal LoRaWAN und einmal diese Drohnen. Und der LoRaWAN-Prototyp, der berechnet, das sind so alle Netzwerküberblicksachen. Also wie viele Gateways hat ein Device in der letzten Zeit? Andersrum, wie viele Devices hat ein Gateway? Ich lasse mir komplette Überblicke geben, mache die grafisch, ich mache dieses mit dem Resend, ich mache die Anzahl die Gateways könnten ja auch ausfallen. Ich track auch, ob die Gateways noch aktiv sind. Und auf diese fiktiven Drohnenplattform, da mache ich verteilte Berechnungen. Also die Drohnen senden immer GPS-Daten und die sollen mir dann eben sagen, wie weit seid ihr heute geflogen? Und dann müssen die alle Nachrichten angucken, jede Nachricht die GPS-Distanz berechnen, was nicht ganz trivial, also was trivial ist, aber was halt ein bisschen Zeit braucht. Und für das halt eben für alle, in meinem Fall waren das 10.357 Drohnen und die machen das eben alle verteilt. Und das ist eben der Vorteil davon, dass es verteilt ist und diese Charging Stations, die zugewiesen werden. Und dann, wenn eine Nachricht reinkommt, dann wird eben gesagt, ich habe das Energie, mein Energielevel ist bei 10%, ich brauche dringend eine Drohne und dann sucht meine Plattform so schnell wie möglich nach einer Ladestation. Ja, genau. Ja, das ist das Tolle. Also genau so Mobilfunkmasten werden schon in Graph-Verarbeitungsplattformen, also in Schweden viel, aber auch hier verwendet. Also Telia ist in Schweden eine große Telekommunikationsanbieter, der alle Geräte, alle seine Sendemasten, alle Geräte drin sind, über eine Graph-Verarbeitungsplattform mappt. Und natürlich für uns Menschen, da brauche ich das nicht mehr als HTML-Seite im Übersichtlich darstellen lassen. Das bringt ja nichts. Das war jetzt nur als schönes Gadget. Genau, aber diese Info, so in meinem Fall habe ich ja gefragt, dieses Gateway, wie viele Devices hat es? Oder wie viele Devices hat es, was nur ihn erreichen? Das sind zwei verschiedene Fragen und die kann ich eben senden an dieses Gateway und das können die ja auch. Dann können die sagen, dieses Ding, wie viele Devices hat es? Und dann sendet es an alle Devices, beziehungsweise du kannst die Kanten ja auch gewichten. Dann kannst du sagen, das hier ist jetzt ein Device für, was weiß ich, ein Router, das hier ist ein Device für noch mal eine andere Station oder was auch immer und dann sagst du einfach, diese Kante wird gewichtet, das ist nicht richtig gewichtet, das ist nicht das richtige Wort, aber wird gemappt quasi mit dem Typ, der das Device ist, was dranhängt und dann fragt das ganz effizient eben nur die Nachrichten an dieses Device und fragt, was ist bei dir los? Also das wird dann für die Plattform kein Problem. Und das zu implementieren ist natürlich deine Aufgabe, dass es dann auch so einigermaßen dann wieder aussieht, dass es schön ist, ein Ergebnis. Nicht überall. Bitte, wie? Also das sind ja nur... Kein Problem, das geht kein Problem, aber es gibt ja verschiedene Plattformen und ich hab jetzt nur mit Chronograph gearbeitet und das ist in Node.js implementiert. Noch was? Okay, super. Dankeschön.